Der Kryptomarkt konnte gestern wieder um einiges steigen. Bitcoin durchbrach sogar nun endlich seinen Downtrending-Channel. War es das jetzt mit den fallenden Kursen und was sind überhaupt die News, die als Katalysator für diesen Anstieg dienten? Nicht nur das schauen wir uns heute an, zudem gibt es auch bullische News für alle Ripple- und Ethereum-Holder und auch IOTA-Holder kommen heute nicht zu kurz, denn endlich wurde das Datum für das IOTA-Staking bekannt gegeben. Hier bei Thinkit Crypto findest du fast täglich 3-Minuten Videos rund um das Thema Kryptowährungen. Seriös recherchiert, kurz und auf den Punkt. Alles, was du in diesem volatilen Markt wissen musst, in nur 180 Sekunden. Ganz wichtig, finanzielle Beratung findest du hier keine. Falls du mich noch zusätzlich unterstützen und zudem von ein paar coolen Extra-Features profitieren möchtest, dann kannst du dir gerne neben dem Abonnieren-Button noch meine neue Kanalmitgliedschaft anschauen. Ganz kurz vorab, falls du dich für irgendeines der heutigen Themen etwas näher interessierst, in meiner Videobeschreibung findest du zu allen Themen einen ausführlichen Artikel verlinkt. So, fangen wir allgemein an. Wieso ist der Kryptomarkt wieder angestiegen? Natürlich können beispielsweise charttechnische Umstände oder auch Wale, die mal wieder die Kurse bewegen, der Auslöser dafür gewesen sein. Wir haben jedoch auch einige positive News, die hier mit Sicherheit eingepreist wurden. So zum Beispiel, dass Instagram jetzt in Richtung NFTs expandieren möchte. Wir haben ja schon in den letzten Wochen Adidas gesehen, die ihre eigene NFT-Kollektion gedroppt haben. Oder auch Nike, die ein NFT-Startup akquirierten. Die Instagram-Ankündigung ist hier jedoch nochmal deutlich größer. In einem Video antwortete der Instagram-CEO Adam Mosseri auf die Frage, was er denn von einer NFT-Integration halte, dass sich das Unternehmen, obwohl noch nichts Konkretes bekannt sei, ich zitiere, aktiv mit NFTs und der Frage, wie diese einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden können, beschäftige. Für mich persönlich kommt das aber nicht allzu überraschend. Als Teil von Meta hat man das schon irgendwie erwarten können. Dann haben wir noch die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich jetzt zu einem der größten kryptowährungsfreundlichen Ländern der Welt entwickeln wollen. Die Regierung von Dubai hat nun eine neue Initiative zur Unterstützung der lokalen Kryptoentwicklung und Regulierung gestartet. Dabei soll das Dubai World Trade Center, ein staatlicher Veranstaltungs- und Ausstellungsort in Dubai, jetzt zu einer umfassenden Zone und Regulierungsbehörde für Kryptowährungen, Produkte, Betreiber und Börsen werden. Unter anderem wurde jetzt aber auch ein neuer Bericht des Marktforschungsunternehmens PitchBook veröffentlicht, der zeigt, dass Risikokapitalfonds 2021 33,7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen investiert haben. Das bisherige Rekordhoch der in digitale Vermögenswerte investierten Mittel lag bei 8 Milliarden Dollar im Jahr 2018, eine Zahl, die sich nun vervierfacht hat. Das zeigt uns, dass nicht nur wir dieses Jahr fleißig eingekauft haben, sondern auch die Institutionen. Auch aus China gibt es erstaunlicherweise positive Nachrichten. Zahlreiche chinesische Unternehmen, wie zum Beispiel auch Huawei und Hisense, wollen jetzt nämlich in das Metaverse einsteigen. Mehr als 1000 Unternehmen haben in China Anträge auf Metaverse-bezogene Markenrechte eingereicht. Auch wenn Kryptowährungen in China verboten sind, zeigt es uns, dass große Unternehmen dort weiterhin versuchen, in die NFT- und Metaverse-Branchen vorzudrängen. Trotz all dieser bullischen News, was halte ich persönlich von dem Anstieg? Also, ich halte weiterhin an meiner Theorie fest, dass wir bis zum Ende des Jahres oder auch noch bis Mitte Januar oder so weiterhin konsolidieren werden. Und solange Bitcoin nicht mit einer Tageskerze über den 53.000 Dollar closed, sind wir faktisch auch weiterhin am Konsolidieren. Daher würde ich sagen, dass man aktuell noch keine Entwarnung geben kann. Mich stört das jedoch nicht, denn ich habe eh noch einige Projekte auf meiner Watchliste, in die ich bei einem weiteren Rückgang investieren möchte. Wie versprochen, haben wir jedoch noch bullische Ripple, Ethereum und IOTA News. Der Zahlungsgigant Visa schloss nämlich gestern offiziell die Übernahme des B2B-Zahlungsanbieters Currency Cloud ab für knapp 823 Millionen Euro. Ripple betrifft das, da Currency Cloud seit Juli 2020 mit Ripple kooperiert. Als Ripple-Netnutzer könnte Currency Cloud Visa also ein neues Tor in die Welt der Kryptowährungen bieten und XRP hier einen globalen Anwendungsfall verschaffen. Zumindest erhofft sich das die XRP-Community. So, kommen wir noch kurz auf Ethereum zu sprechen. Obwohl das 2.0-Upgrade ja nicht vor Mitte 2022 abgeschlossen sein soll, geht das Entwicklerteam jetzt aber schon mit einem Testnet für Ethereum 2.0 live. Damit Nutzer bereits jetzt Einblicke in Ethereums neue Funktionen erhalten können und auch potenzielle Fehler frühzeitig erkennen können, geht nun das sogenannte Kintsugi Testnet live. Die Ethereum Foundation gab auch schon bekannt, dass bereits viele Nutzer mit dem Testnet interagieren und sich mit dem neuen System vertraut machen. Abschließend habe ich noch erfreuliche News für alle IOTA-Holder. Die IOTA Foundation hat nämlich nun endlich den Beginn des IOTA-Stakings für Shimmer und Assembly-Token angekündigt. IOTA-Holder haben jetzt eine 7-tägige Pre-Staking-Periode, um ihre Tokens zu locken und werden dann ab dem 28. Dezember für die 90 Tage ihre Staking-Belohnungen erhalten. So, das war's dann aber auch schon mit den heutigen News. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann bitte ich dich einfach darum, meinen Kanal einmal zu abonnieren. In der Videobeschreibung gibt es noch einen 25-Dollar Bonus für die Anmeldung bei crypto.com und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns im nächsten Video.